Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. In der letzten Folge haben wir den Riesen besiegt und da haben wir eine neue Rüstung bekommen. Die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar ist es die Rüstung der Maid. Also Kapuze einer Maid, Robe einer Maid, Handschuhe einer Maid, Rock einer Maid. Aber ich habe mir das ein bisschen angeschaut und ich glaube eher, dass es eher was für Caster ist oder für Zauberer. Ich denke, wir werden auch wieder umrüsten auf unsere alte Rüstung. Ich glaube, dass wir da ein bisschen besser fahren, weil ich bin nicht so auf Zauber geskillt. Dann werden wir jetzt wieder die andere Rüstung nehmen. Und zwar die Rüstung des gefallenen Ritters. So, dann werde ich die mal schnell ausrüsten. Genau. Optimal, dann haben wir sie schon drinne. So, und wie versprochen geht es jetzt genau an dieser Stelle weiter, wo wir hier den Riesen gelegt haben. Heftiges Teil. War eigentlich gar nicht gewollt von mir, aber naja, gibt schon schöne Zufälle. So, dann schauen wir mal, was hier gibt. Seelen sind immer gut. Können wir hier schon aufmachen, können wir hier nicht aufmachen? Ich probiere es einfach mal. Ich hoffe, dass da kein Boss drin ist. Okay, man kann aufmachen. Spannung, Leute, die Spannung steigt. So, okay. Ist noch eine Tür. Ich würde sagen, die machen wir jetzt auch einfach mal auf. Warum ist hier eine Doppeltür? Vielleicht ist da irgendwie wieder ein Shortcut dahinter. Okay, wo sind wir jetzt? Heiligen Zweizack. So, was gibt's hier? Heimatknochen ist immer gut. Ich schaue mir mal den Heiligen Zweizack an. Aber es hört sich ganz nach Zauberwaffe an. Heiligen Zweizack, wo bist du? Heiligen Zweizack. Abwehrmilderung. Kritisch. Okay, ich glaube, es ist eher eine Zauberwaffe. Ja, ist auch eine Zauberwaffe. Okay. Wenn ihr euch fragt, warum ich die ganzen Waffen jetzt hier im Inventar behalte, ich will die alle auf jeden Fall aufheben, weil ich will auf jeden Fall noch einen zweiten Durchgang oder auch vielleicht auch einen dritten Durchgang machen, weil ich will ja eigentlich Platin erreichen in dem Spiel. Und ich glaube, beim nächsten Durchgang werde ich auf Zauberei skillen, also ein Zauberbild machen. Deswegen hebe ich jetzt auch die ganzen Waffen auf, dass ich dann im nächsten Durchgang auch nutzen kann. Könnte die auch verkaufen, aber die paar Seelen, da ist mir auch nicht wert. Okay, hier hat es eigentlich nur den Zweizack gegeben, anscheinend. Dann gehen wir wieder zurück. Ah, schaut schon geil aus. Die Kronleuchter da oben oder was das sind. Hammer. So, okay. Ist hier noch irgendwo was? Okay, dann gehen wir mal hier langsam durch. Oh, hier kann man schon wieder. Das wäre richtig scheiße, wenn man hier einfach kein Speed hat. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. So, alles klar. Da ist auf jeden Fall schon mal Loot. Loot ist immer gut. Oh mein Gott, was ist denn das? Schnell Loot mitnehmen, bevor ich sterbe. Irgend so ein Kackritter oder sowas schon wieder. Oh, ich hasse Ritter. Kann ich den irgendwie backsteppen? Nee.
Okay, ein Backstep. Komm her. Okay, ist down. Ich habe ja noch so einen blöden Ritter in den blöden Sumpfgebiete offen. Den habe ich letztes Mal überhaupt nicht geschafft. Ich habe da 5 Trials probiert oder so. Ich habe den einfach nicht geschafft. Die werden wir uns eventuell mal schauen, wie weit wir jetzt hier kommen oder wie das Gebiet jetzt ist. Werden wir uns den vielleicht mal in der nächsten Folge anschauen. Dann werde ich wieder auf jeden Fall nochmal zurück in das Gebiet. Weil ich glaube, ich da ein bisschen was übersehen habe. Ja, bist fertig. Oh. Okay. Oh, was ist das? Irgend so Gift oder sowas. Auf jeden Fall mal ausweichen. Da ist auch einer. Na komm her zu Papa. Okay, alles klar. Hier ist Wasser. Da gehe ich mal nicht rein. Schon mal hier weiter. Schon wieder Gift oder was es ist. Warte lieber noch. Hab hier nur 6 Estos noch. Oh, hier ist ein Hebel. Hebel ziehen. Was ist das? Alles klar. Irgendwie so eine Brücke oder sowas. Okay, ich lasse es jetzt mal. Auf jeden Fall, wir merken den Hebel. Vielleicht brauche ich den dann, dass ich da oben dann irgendwie hinkomme später. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier ist ein Raum. Da geht es geradeaus. Ich glaube, ich mache erstmal die Seite fertig. Schauen, was hier noch gibt. Okay, hier ist auf jeden Fall eine Tür. Vielleicht kann man die öffnen. Sehr gut. So, wo sind wir jetzt hier? Oh, nicht schon wieder so eine Wurmviecher. Jedes Mal, wenn ich gegen die kämpfe, dann kriege ich irgendeine Vergiftung drauf. Ich glaube, ich kann die aber mit dem roten Moosklumpen wegmachen. Hab aber leider nur einen, also heben wir uns lieber mal nochmal auf. So, hier ist eine Tür. Ah, ich glaube, das ist der Shortcut zu der Kapelle, oder? Na, zum Fahrstuhl. Okay, fahren wir mal drauf, was das für ein Shortcut ist. Wenn es ein Shortcut ist. Alles klar, das war der Anfang. Wo hier die 2 Gegner unten waren. Okay. Hä? Das ist doch sinnlos. Hä? Warum bin ich jetzt hier? Ah. Eine Leiter. Das Level-Design ist echt Hammer. Hier im Dark Souls. Es war auch ein Bloodborne schon echt richtig geil. So, was willst du? Warum macht der nichts? Hallo? Hä? Warum macht der nichts? W
Warum macht der nichts? Für was ist der gut? Für irgendwas muss der gut sein. Mal schnell was ausprobieren. Vielleicht muss man da irgendein Eid ausgerüstet haben. Okay, ist nicht. Soll ich den killen, soll ich den nicht killen? Soll ich den killen, soll ich den nicht killen? Nee, ich kill ihn nicht. Ich warte lieber noch. Vielleicht kann man hier später nochmal her mit ihm reden oder sonst irgendwas. Na, ich kill ihn lieber nicht. Okay, geht's hier weiter? Ne, hier geht's in den Tod. So, okay, dann. Aber warum geht die extra im Fahrstuhl hoch zu diesem NPC? Oder Mob oder was es sein soll. Das ist ja bestimmt nicht umsonst. Okay, unten schaut jetzt nicht so aus, wenn hier noch ein Stockwerk wäre. Ne, dann holen wir den Fahrstuhl wieder hoch. So, okay, dann fahren wir wieder runter. Auf jeden Fall mal merken, weil ich glaube, dass der da oben bestimmt nicht umsonst war. So, okay, und das ist der Shortcut, oder? In die Kirche, was ich vorher schon gesagt hatte. Nee. Ah, doch, okay. Okay, wir haben jetzt alle zwei Shortcuts geöffnet. Sehr gut. Sehr gut. So, okay, dann gehen wir nochmal hier hoch. Bin hier sind wir gekommen. Hier ist so ein komischer Wurm-Mob. Aber ich glaube, den will ich jetzt wegmachen. Mal ein paar Brandbomben raufschmeißen. Ah, die brennt gut. Okay, merken. Wurmvieh, Brandbomben. Eine Seele. Seelen kann man nie genug haben in dem Spiel. Oh nee, oder? Oh, jetzt bin ich wieder hier. Okay, aber da oben müsste der Shortcut eigentlich dann offen sein. Genau, hier müssen wir eigentlich in die Kirche wieder reinkommen. Ah, optimal. So, okay. Dann war der Weg ja doch nicht so weit. Ich würde sagen, wir rasten jetzt mal. Dann sind unsere Essen auch wieder voll. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Waren wir denn jetzt? Das war hier oben. Hier kommt man da runter. Da müssen wir hier wieder rein, genau. Alles klar. Ah, hat sich der blöde Ritter wieder da, natürlich. Scheiße. Wo ist der Ritter? Okay, dann lassen wir. Oh. Oh, bin ich erschrocken jetzt.
Oh, schon wieder ein Riese. Wollen wir noch legen, Leute, oder wollen wir den nicht legen? Knapp 7000 Seelen. Das wäre schon fast wieder ein Level. Ich glaube, wäre eigentlich schlecht, wenn der liegen würde. Weil der andere so hinten ist ja jetzt auch nicht mehr respawned. Ich glaube, dann hätten wir unsere Ruhe vor denen. Aber erstmal, wenn wir den kleinen hier machen. Dass sie erstmal auf den Sack geht. Mei. Stirb, Vieh. Was sind denn das da drin für Viecher? Sind alles so fette Dinger da oder was? Brandbomben helfen. Jetzt probiere ich aber mal was aus. Ich glaube, das könnte funktionieren. Brenn, brenn. Okay, die brennen schon mal gut. Da hinten ist noch einer. Komme ich denn da hin, ohne dass ich den anlocken tue, den scheiß Poster? Geil. Mei. Denkst du mal, sie sind tot? Und auf einmal leben die noch. Ich weiß eben nicht, wenn ich jetzt da reingehe zu dem Boss oder zu dem Riesen oder was es da ist. Die kleinen Scheißviecher. Die machen jetzt vielleicht nicht so viel Schaden, aber ich glaube, die werden mich umpieksen. Ob der Riese auch feuerresistent ist, weiß ich jetzt nicht. Scheiß. Probieren wir es einfach mal. Estus, Estus. Nein, down. Scheiße. Okay, so geht's nicht. Okay, Leute, ich glaube, das war's auch schon wieder mit der Folge. Wie es dann weitergeht, und ich denke, wir werden jetzt in der nächsten Folge dann den Riesen nochmal probieren. Da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten tut. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich auch über ein Abo freuen. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.